Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk About Modellbau. Heute geht es um die Herstellung einer Tiefziehform für eine Schute. Hierzu habe ich im Vorfeld schon die letzten Tage eine Form gedruckt, beziehungsweise sechs Formteile. Die habe ich jetzt in den letzten Tagen auch schon dann zusammengeklebt und ein wenig verspachtelt. Ich habe mir beim Spachteln jetzt nicht ganz so viel Mühe gegeben. Da es einfacher ist, nachher an der Form selber nochmal ein wenig herumzuspachteln und zu schleifen. Ja, deswegen sieht man jetzt vielleicht noch ein paar Unebenheiten. Auch die Mitte, die Trennstelle, ist jetzt noch offen. Ich würde das aber jetzt so handhaben, dass ich einfach mit einer Gießkeramik das Ganze ausgieße. Innen drinne hatte ich vor, einen Holzkörper noch zu setzen, um später die Form leichter herausziehen zu können. Kann ich so einfacher Schrauben setzen. Und es wird nicht ganz so schwer. Die Gießkeramik hat doch ein Eigengewicht, was relativ hoch ist. Und das wollte ich so umgehen. Ob das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Das ist das erste Mal, dass ich das Ganze mache. Ja, ich würde sagen, wir probieren das jetzt einfach mal. Dazu schalte ich jetzt einfach mal auf die große Kamera um. So, jetzt gehe ich hier einmal rüber. Ich habe den Rumpf verklebt. Jeweils die drei Seitenteile. Und vorn und hinten habe ich jeweils mit einem Heißluftföhn ein wenig verschmolzen. Hier am Boden kann man das auch gut sehen, da habe ich das auch verschmolzen. Da es jetzt aber nicht hundertprozentig dicht ist, werde ich jetzt mit Klebeband das Ganze noch mal zusätzlich abdichten, damit mir hier später von der Gießkeramik nichts durch die Wohnung läuft. Deswegen klebe ich das jetzt hier überall drauf. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich diese Gießkeramik verwende und da bin ich auch ein wenig gespannt. Ich zoome das mal ein wenig größer. Auch jetzt hier vorne. Es klappt nicht so gut. So, auf der anderen Seite jetzt noch ein wenig abdichten. Und oben und unten werde ich jetzt gleich noch einmal komplett Streifen herüberziehen. Und dann soll das ja hoffentlich dicht sein. Oben lasse ich ein wenig rüberstehen hier, damit das später auch im Notfall noch ein bisschen über die Kante laufen kann. So sieht das jetzt erstmal ganz gut aus. Jetzt mache ich unten noch mal einen Streifen drüber, damit das auf jeden Fall auch ganz sicher nicht auseinanderfällt. So teuer ist das Klebeband nicht, das ist immer noch günstiger, als nachher das mit der Gießkeramik ein zweites Mal machen zu müssen. Und wenn mir das Gießkeramik dann später durch die Wohnung läuft, dann habe ich auch nichts gewonnen. Von daher lieber etwas mehr als zu wenig. Einmal links und einmal rechts sind jetzt hier. So sieht das schon mal ganz gut aus. Denke mal, das wird soweit dicht sein. Wenn es jetzt doch noch mal durchlaufen sollte irgendwo, dann kann ich immer noch mal ganz schnell über einen Eimer halten. So, das Papier noch mal eben schnell entfernt. So, jetzt sollte man vom Lackieren natürlich darauf achten, dass es nicht fertig ist. In dem Fall
soll es aber fettig sein, da ich möchte, dass ich die Gießkeramik später wieder leicht rausgelöst bekomme. Und deswegen trage ich da jetzt einfach mal Silikonspray auf. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das kann ich auch noch nicht sagen. Es gibt jetzt extra Trennmittel für solche Geschichten, aber sowas habe ich natürlich jetzt nicht. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass das mit Silikonspray genauso funktioniert. Immer treu dem Motto, Silikon macht das schon. So, jetzt schön einreiben das Ganze noch. Und ich hoffe, dass das am Ende funktioniert. Soweit ist das Ganze jetzt schon mal eingerieben. Ich hoffe, dass ich jetzt die meisten Stellen erwischt habe. Und sollte da doch noch mal eine Stelle sein, die etwas fester haftet, dann ist das halt so. Ich denke mal, das lässt sich später leicht nachspachteln. Aber erstmals die Hoffnung, dass sich das leicht austrennen lässt. So, das ist jetzt erstmal soweit vorbereitet. Und im nächsten Schritt geht es dann an die Gießkeramik. Hierfür habe ich jetzt den Eimer Wasser hingestellt. 1 Liter Wasser und darauf sollen jetzt 3 Kilo Gießkeramik kommen, bei einem Mischungsverhältnis von 1 zu 3. Wie das Ganze aussieht, weiß ich noch nicht. Aber wir lassen uns überraschen. So, jetzt kippe ich einfach mal ganz grob die Hälfte erstmal rein und rühre einfach mal um. Auf jeden Fall muss da jetzt schon mal ein ordentlicher Teil rein. Oh, es staubt ganz schön. So, und jetzt schön umrühren. Oh, ich merke schon, das ist auf jeden Fall sehr, sehr flüssig. Ich habe auch keine Ahnung, wie genau das nachher aussehen muss, diese Mischung. Aber das ist auf jeden Fall zu flüssig, würde ich behaupten. Also haue ich da jetzt einfach nochmal einen Schwung rein. Und rühre jetzt dann nochmal um. So, das ist jetzt der nächste Schwung. Jetzt mal gucken. Ist immer noch sehr, sehr flüssig. So ganz grob sollte das jetzt Mischungsverhältnis 1 zu 3 sein. Ich empfinde es aber immer noch als sehr, sehr flüssig. Ich denke mal, da werde ich wohl doch noch mal ein klein bisschen dazu tun. Also das gefällt mir jetzt auf jeden Fall noch nicht so. Also kommt da jetzt nochmal ein Schwung rein. In der Hoffnung, dass das dann gleich irgendwann so halbwegs das ergibt, was ich mir hier vorstelle. Vielleicht hätte ich auch erst mit weniger Wasser anfangen sollen, aber eigentlich habe ich mich da jetzt drauf verlassen, dass das funktioniert, so wie es angegeben ist. Aber so, ja, ich glaube, es wird schon besser. Also ich denke mal, das sollte funktionieren. Also es könnte sein, dass das jetzt funktioniert. Hundertprozentig sicher bin ich da nicht. Ich hätte zwar jetzt irgendwie erwartet, dass das Ganze so ein bisschen mehr die Konsistenz von Gips haben muss, aber
Ja, scheinbar ist es doch einfach flüssiger, damit sich das schön in die feinen Formen setzen kann. So, abstreifen den Rest, noch einmal durchrühren. Dann sollten die meisten Klumpen jetzt weg sein. Bisschen abklopfen das Ganze, in die Form legen. Ich mache noch mal ein ganz klein bisschen jetzt oben drauf, nur für die Sicherheit. Und dann kippe ich das jetzt auch gleich in den Rumpf. Nicht, dass das Material dann doch gleich aushärtet, weil wir haben da 10 Minuten Zeit für und ich denke mal, da müssen noch die Luftblasen gleich raus und das sieht auf jeden Fall danach aus, als würde es dann gleich funktionieren und aushärten. Das kommt mir auf jeden Fall jetzt so vor, dass das eine ganz gute Konsistenz hat, dass das funktionieren wird. Das Mischungsverhältnis passt auf jeden Fall. Klumpen habe ich jetzt auch keine. Und stellenweise ist es jetzt hier auch schon so, dass ich sagen würde, das kommt schon ungefähr hin. Nochmal genau durchrühren, um möglichst viele Klumpen zu beseitigen. So. Einmal links, einmal rechts. So, jetzt wird das gleich spannend. So, jetzt stelle ich hier meine Form hin. Ja, das sieht gut aus. Dann Spachtel zur Seite legen. Den packe ich am besten jetzt erstmal hier hin. So, und jetzt kippe ich einfach mal einen kleinen Schwung rein. Am besten jetzt nicht über den Griff gießen. So. Da bin ich jetzt echt gespannt, ob das funktioniert. So, jetzt mit dem Teil höre ich jetzt erstmal auf. Und jetzt werde ich das Holzbrett einlegen. Das werde ich jetzt dafür nachher verwenden, dass ich leicht Schrauben reindrehen kann, um später die tiefgezogenen Rümpfe leichter entfernen zu können. Das Ganze jetzt ein wenig durchschütteln, dass sich das schön gleichmäßig verteilt. Und da das jetzt hier aufschwimmt, habe ich mir vorher einen Stein besorgt, der schwer genug ist, dass dieses Holzstück jetzt nicht aufschwimmen kann. Und dann gieße ich jetzt einfach den Rest hier auf. Ein wenig rechts und auch auf der linken Seite noch einen Schwung. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt vorne noch mal wieder ein Teil. So wie das aussieht, habe ich auf jeden Fall nicht zu wenig angerührt. Das ist schon nicht mehr ganz viel jetzt hier in meinem Eimer. Aber es soll ja auch nicht überlaufen, von daher wird das jetzt schon reichen. Letzten Tropfen noch rein. Am besten jetzt nochmal mit Spachtel ein bisschen nachziehen jetzt hier. Ja, das geht jetzt nicht so gut. Ich denke mal, ja, das soll wohl jetzt gelangen. Und jetzt schüttel ich das Ganze noch ein wenig durch, um einfach die kleinen Klümpchen, die da jetzt noch sind, alle noch ein bisschen zu entfernen. Teilweise merke ich jetzt hier immer noch so ein paar Klumpen, die mache ich jetzt einfach ein bisschen kleiner damit. Einmal auf der Seite und einmal auf der anderen Seite noch. Und man sieht auch jetzt schön, dass die Luftblasen hier lösen. Ich denke mal, dass ich jetzt gleich die Form noch mal ein bisschen durchschüttel. Ja, so ein bisschen auf jeden Fall mit Spachtel. Da kommen auf jeden Fall schon einige Luftblasen noch nach oben. Alles, was wahrscheinlich in den Rillen drin sitzt.
Dann bin ich gespannt, ob das jetzt aushärten wird gleich. Hallo und willkommen bei Let's Talk About Modellbau. Heute zum zweiten Teil Herstellung der Tiefziehform unserer Schute. Die Gießkeramik ist getrocknet und heute geht es halt darum, dass wir jetzt einfach mal die Form aus der Form bekommen. Und ob das funktioniert, das schauen wir jetzt einfach mal. Ja. Ausgehärtet ist. Die Gießkeramik ist kalt. Jetzt packen wir einfach erstmal den Stein beiseite. Ich habe es schon mal probiert. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal nicht so einfach herauszuziehen. Das habe ich mir aber schon gedacht. Von daher dachte ich mir jetzt, beginne ich jetzt einfach mal damit, das Klebeband komplett zu entfernen. Und dann mal schauen, ob da überhaupt die Gießkeramik durchgelaufen ist, also wie das aussieht, ist das auch der Fall. Also von daher war das schon gut, dass ich hier dieses Klebeband drauf gemacht habe. Sonst wäre das überall hingelaufen. Nach Möglichkeit möchte ich die Form heile behalten. Nicht, weil ich zwingend noch einen brauche. Aber ich mache immer ungern Sachen kaputt. Vor allen Dingen, wenn man mal eine bräuchte, wäre es natürlich schön, wenn man es nicht nochmal drucken müsste. Okay, hier sieht man so ein paar kleine Stellen, an denen die Gießkeramik durchgelaufen ist. Aber sie war ja auch sehr, sehr flüssig. Aber das hat ja wunderbar funktioniert. Oh, das war ja jetzt schneller als ich dachte. Und viel leichter als ich dachte. Überraschung, Surprise, Surprise. Aber wie man sieht, das ist jetzt Gott sei Dank, habe ich ihn rechtzeitig festhalten können. Und ich bin schon mal sehr happy, dass das einfach hier so rausgefallen ist, als wäre nichts. Auch der andere Teil, da ist jetzt nichts drin hängen geblieben, es ist ganz sauber rausgegangen. Auch die Form hat durch die Temperatur jetzt nicht weiter gelitten. Bevor ich ihn jetzt anhebe, werde ich jetzt einfach mal das unhandliche Brettchen hier entfernen. Dafür gehe ich jetzt einfach mal hinten in die Werkstatt. Und hole mal den Akkuschrauber. Ach, jetzt habe ich den Bit hier gar nicht. Egal. Dann machen wir jetzt einfach mal die Form auf den Kopf. Hundertprozentig. Also wie ich hier sehe, werde ich hier nur minimal nacharbeiten müssen. Um hier außen so ein ganz klein bisschen die Rillen wegzuziehen, aber das ist jetzt wirklich minimal, dass ich hier nachspachteln muss. Also ich denke mal, die Nacharbeit, das werden nur ein paar Minuten sein. Vielleicht eine halbe Stunde. Und dann wäre ich damit fertig. Und dann wäre die Form auch schon so weit, dass man damit tief ziehen kann. Da bin ich jetzt einfach mal begeistert. So, dann machen wir jetzt doch noch mal das Brettchen ab. Ich habe in der Zwischenzeit
dann den Bit gefunden. So. Okay, zur Seite. Ja. Und das war jetzt ein sehr kurzes Video, um euch das hier zu zeigen. Aber die Unterseite sieht man noch so ein bisschen die Stufen vom Druck, aber das ist alles halb so wild. Es ist sehr, sehr schwer, die Form. Also die soll jetzt laut Restgewicht, was ich dann gestern noch gewogen habe, muss die also bei rund 4 Kilo liegen. Für so ein kleines Modellchen. Okay, aber ja. Dann melde ich mich bei euch noch einmal. Also wie ihr merkt, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Das hatte ich mir jetzt deutlich schwerer vorgestellt. Und ja, ich denke mal, ich werde die jetzt die nächsten Tage noch mal leicht überschleifen und noch vielleicht ein paar Stellen ein bisschen nachspachteln. Werde vielleicht auch noch die Trennstelle zum Schneiden später noch mal ein wenig nachbessern. Das ist noch ein wenig klein, die Stelle. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, bin ich super zufrieden. Und ich denke mal, dass sobald die große Tiefziehanlage dann irgendwann stehen wird, dass es auch diesen Rumpf erhältlich geben wird im Webshop. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk About Modellbau.